Am 31. Oktober ist Halloween. Und wir wollen wissen, was braucht man für die ultimative Halloween-Party? Wir scheuen weder Kosten noch Mühen und verwandeln unser Set-Haus in ein schaurig, schreckliches Geisterhaus. Mit Gadgets, Gimmicks, Schnickschnack. Aber wie viel Angst und Schrecken kommt hier wirklich auf? Um das herauszufinden, laden wir ahnungslose Opfer ein. Bei Halloween, da ist mehr einfach mehr. Tobi und Julia testen gruselige Deko-Gadgets, zaubern schauriges Essen und natürlich darf das perfekte Kostüm nicht fehlen. Dafür kreieren wir das ultimative Horrorhaus. Alles beginnt mit den Vorbereitungen für die große Party. Am Start unsere beiden Gastgeber Julia und Reporter Tobi. Die Grunddekoration steht bereits. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Spinnennetze, Kürbisse und Totenköpfe gehen immer. Es gilt, mehr ist mehr. Ja, Julia, was braucht man für eine perfekte Halloween-Party? Tobi, wir haben Gadgets. Deko. Wir haben geiles, ekliges Essen. Und Kostüme, ich bin schon gespannt. Und wir werden geschminkt. Also wir kommen euch geil, da hab ich Bock. Schaurige Party. Los geht's mit schaurig, gruseligen Gadgets, die jede Halloween-Dekoration auf das nächste Level bringen sollen. Schau mal, was ich hier mitgebracht habe. Und zwar einen Gruselspiegel. Den Auftakt für die perfekte Halloween-Dekoration macht ein sprechender Gruselspiegel für 27 Euro. Da haben wir eine geile Wand. Ja, ein bisschen Deko muss da hin, oder? Ist ein bisschen kahl. Ja, gut. Die beiden entscheiden sich für Spinnen und Spinnennetze. Ein Klassiker. Dann haben wir hier noch so ein paar Freunde. Gut, aber jetzt kommt das Highlight hier, oder? Da haben wir noch einen Haken. Schutzfolie abziehen, anschalten und off. Und okay, was ist on? Der Spiegel hängt schon mal. Aber wie funktioniert er denn jetzt? Auf was reagiert der? Oder auf Voice vielleicht? Hallo? Let me out! Let me out! Ah! Ja, oder will quatschen, ja. Wahnsinn. Ja, ist geil. Finde ich auch witzig. Schon auch schaurig. Stimme ist mega unheimlich. Also ich finde, der kann was. 26,99. Ja, aber gut. Ne? Ist schon gut, finde ich. Ja. Der sprechende Spiegel überzeugt unsere Gastgeber schon mal. Ob er auch für ordentlich Schrecken sorgt, wird sich später zeigen. Daumen hoch. So. Eine aufblasbare Leiche. Weiter geht's mit einem Aufbauset für eine hängende Leiche für knapp 16 Euro. Willst du die hängen? Ja, und stranguliert. Ich glaube, wir werden jetzt ganz schön lang pumpen müssen. Eine Pumpe ist bereits im Lieferumfang enthalten. Jetzt fehlt nur noch Muskelkraft. Danach landet die Puppe in einem Sack und soll so menschliche Proportionen abbilden. Und weg ist sie. Stirb. Okay, jetzt ist es schon unheimlich, finde ich. Er hat sich an einem Kabelbinder erhängt. Jetzt müssen wir den Tatort natürlich absperren. Ja, klar. Auch das Absperrband ist im Lieferumfang enthalten. Was sagen unsere beiden Tester zum Ergebnis? Und? Ganz ehrlich, es schaut viel besser aus als vorher erwartet, oder? Viel besser. Also als ich die Puppe gesehen habe, dachte ich mir, das ist schon aus sehr, sehr billig gemacht. Ja, kann man schon machen. Was kostet der Spaß? 16 Euro knapp. Ist schon ein Schocker, oder? Ist schon eine gute Deko. Macht schon was her. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Auch der Aufbau ist recht leicht. Kostet allerdings viel Zeit und die Qualität könnte etwas besser sein. So, Tobi, jetzt habe ich hier das super Gadget überhaupt mitgebracht. Eine Vogelscheuche. Zeit für unseren nächsten Kandidaten. Ein lebensgroßer Vogelscheuchen-Animatronic für stolze 200 Euro. Also wir müssen den ersten irgendwie zusammenbauen. Laut Hersteller ist der Aufbau kinderleicht. Einfach die beschrifteten Teile zusammenstecken, Batterie rein und fertig. Ich hätte eine komplette Steuereinheit. Setz dich. Oh, ist das wirklich? Stabiles Kerlchen. Über einen Bewegungsmelder in der Süßigkeitenschale wird der Animatronic aktiviert. Machen wir an. Ist an. Vielleicht musst du es einfach rausnehmen so. Ich trau mich doch nicht. Wahnsinnskerl.
Was hast du für den quietschigen Kerl da ausgegeben? Was meinst du? Ja, über 100 Euro auf jeden Fall. 200. 200. Aber dafür ist er halt echt lebensgroß. Gruseliger Preis, sagst du. Gruseliger Preis, aber auch gruseliges Ergebnis. Größe und Funktion machen schon was her. Allerdings ist der Animatronic nicht gerade günstig. Ein mittlerer Daumen dafür, ob er auch unsere Gäste zum Schaudern bringt. Jetzt Kürbis schnitzen. Alright. Und dafür gibt's auch Gadgets. Naja, Messerchen in verschiedenen Formen. Schau mal her. Kein Halloween ohne einen gruseligen Kürbis. Weiter geht's mit einem Kürbisschnittset für knapp 15 Euro. Schaut auch, wie süß die Griffe sind. Die schauen aus wie so Käse. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist Emmentaler. Ich glaube, den brauchen wir am ehesten zum Rausholen. Zum Aushöhlen, okay. Und dann so für feinere Äuglein oder ja, so. Ja. Zuerst muss der Deckel runter. Anschließend einmal aushöhlen. Gib dir jetzt das gleich, das ist tatsächlich besser als ein Löffel. Kann schön kratzen und ganz ehrlich, so viel ist es nicht, schau. Schon zack. Normalerweise würde man sich vor dem Kürbisschnitzen eine Schablone zeichnen. Doch unsere beiden Gastgeber schnitzen nach Augenmaß. Das Werkzeug ist gut. Ich schnitze hier zum ersten Mal einen Kürbis, aber missen möchte ich das nicht mehr. Auf den ersten Blick macht das Set eine gute Figur. Jetzt drückt man ihm das Auge ein und dann... Weißt du, wie lustig man ausschaut. Ja, der sollte doch traurig schauen. Jeder, wie er eben mag. Zeit für den Endspurt. Zeigt mal her, ihr zwei. Ja, kann man hier nachschauen. Was sagst denn du jetzt? Finde ich gut. Verschmitzt. Was sagst du zu meinem? Das ist böse und das ist süß. Fröhlich. Den kannst du ja auch aufsetzen dann als Helm. Das ist ja schon dein Kostüm. Ja. Ein LED-Lämpchen rein und fertig. Cool. Das ist richtig cool. Sieht eine Farbe aus, die dir taugt. Einfach nochmal draufdrücken auf das Lämpchen. Wow. Oh. Der Kürbis kostet nicht viel vom Bauern ums Eck. Und dann nochmal 15 Euro fürs Werkzeug. Was sagst du? Ja, ich möchte nicht mehr ohne die Gadgets, ehrlich. Und Horror, Gruselfaktor. Das Kürbisschnittset kann die beiden überzeugen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Daumen hoch. Die Party beginnt bald. Zeit für unsere beiden Gastgeber, die restliche Dekoration aufzuhängen. Und Tobi hat noch eine Idee parat. Jetzt haben wir hier noch unsere Besenkammer. Vielleicht ist das ganz cool, wenn wir hier so unsere Erschreckerposition aufbauen. Die erste Station. Ja. Von der Seite. Noch die letzten Handgriffe. Und fertig ist die ultimative Halloween-Deko. Ob das ausreicht, um unseren ahnungslosen Gästen das Gruseln zu lehren? Gadgets stehen, Deko auch. Cool. Ich freue mich auf die Party, die wird mega, aber da fehlt noch was. Was wäre eine schaurig-schreckliche Halloween-Party ohne ein Angebot an gruselig-ekligen Snacks? Also da gibt's wirklich da gibt's ekliges Zeug. Okay, ich hab was. Ich weiß, was geil ist. Geil, ein Hirn? Ja, wir machen ein Hirn. Brauchen wir dafür? Eine Götterspeise, Zucker, Wasser, dich und mich. Wunderbar. Und eine Form. Auf geht's, komm. Die Zubereitung der Götterspeise ist kinderleicht. Zuerst das Pulver mit Wasser vermischen und kurz erhitzen. Also ein Liter heißes Wasser. Dann noch alles fleißig umrühren. Jetzt können wir es abkühlen lassen. Und bloß nichts verschütten. Und ab damit für mindestens 5 Stunden in den Kühlschrank. Ah, herrlich. So macht man das. Super. Und jetzt? Ja, ja. Nein, nein, nein. Es trennt sich. Also quasi unten geht's raus und oben bleibt's hängen. Scheiße. Nee. Ja, dann ist das Hirn halt ein bisschen zerfetzt. Ja, ja, gut. Ja, du kannst jetzt eh nicht mehr viel retten. Es ist, wie es ist. Ja, zieh's ab. Tipp, länger auskühlen lassen. Tipp für zu Hause. Ich würde noch einen Schuss Wodka reinmachen. Gerade in der Sekunde wollte ich das sagen. Das ist mir für Erwachsene. Gut, dann haben wir hier noch unsere Schlangen. Ein echter Hingucker, oder? Ich finde, es schmeckt gut, es ist simpel gemacht. Klar, hat nicht ganz funktioniert, aber ich würde es auf jede Halloween-Party machen. Ja, wollte ich ein Stück vom Hirn.